Lichterketten, Geschenke, ein herrliches Festessen. So schön das Weihnachtsfest auch sein mag, für viele ist die Vorweihnachtszeit vor allem mit Stress verbunden. Ja, die Weihnachts- und Adventszeit ist natürlich üblicherweise eine sehr hektische, eine sehr intensive Zeit. Und da kann man sich selbst und anderen was Gutes tun, nämlich Zeit schenken. Die Zeit ist was ganz Kostbares. Gönnen sich selbst eine Pause, eine Auszeit. Man tut sich selbst was Gutes, trinkt einen Tee, macht einen Spaziergang, verbringt Zeit mit seinen Lieben. Also sich selbst Zeit schenken oder seinen Mitmenschen, eben seine Familie, seinen Freunden. Man kann aber auch Hilfsorganisationen Zeit spenden, das heißt sich dort engagieren und dort mithelfen. Kerzen, ein großer Christbaum und schöne Accessoires gehören für viele in der Weihnachtszeit einfach dazu. Hier gibt es allerdings große Qualitätsunterschiede. Mit einigen Tipps lässt sich auch die Weihnachtszeit umweltbewusst genießen. Weihnachten ist eine Zeit des Feierns und da gehören Kerzen dazu. Leider sind viele Kerzen eben aus Paraffin, das heißt Erdöl. Hier ist unsere Empfehlung, auch mit den Kerzen Maß halten und wenn, dann sollte es idealerweise Bienenwachs von der heimischen Biene sein. Das wäre eine gute Sache. Dann gibt es den Christbaum. Auch der sollte aus der Region kommen, denn dieser ist erstens frisch und zweitens hat er nicht diese hohe Belastung an Transport und an Kühlaufwand gegenüber einem, der schon Monate vorher geschlagen wurde. Dekoration und Weihnachten, das gehört zusammen, aber auch bei der Dekoration ist es oft Sandmaterialien. Aus Plastik kommen von weit her. Hier ist unsere Empfehlung, gehen Sie einen anderen Weg, mal selbst Materialien für die Dekoration sammeln. Das können Zweige sein, Nüsse sein, Strohsterne, Holzfiguren. Und schon ist die Umwelt wieder sehr gut geschützt und geschont. Auch beim Geschenkspapier lassen sich umweltfreundliche Alternativen finden. Leider sind Geschenkspapiere oft die Ursache für viel Müll und Abfall hinterher. Und viele der Papiere sind beschichtet mit Plastik, mit Metallen, was also ein Problem ist. Ein anderer Weg wäre, man macht sein Weihnachtsgeschenkspapier selbst, zum Beispiel aus alten Zeitungen, aus alten Papierunterlagen. Oder zumindest man verwendet Weihnachtspapier, das schon verwendet wurde, noch einmal und reduziert auf diese Art die Umweltbelastung. Schlemmen gehört zur Weihnachtszeit für viele Menschen einfach dazu. Mit regionalen Zutaten und Fleisch und Fisch aus Bioqualität lässt sich das Festessen auch ohne Reue genießen. Damit auch bei der Geschenkesuche erst gar kein Stress aufkommt, heißt es hier auch mal einen Gang zurückschalten. Meine persönliche Überzeugung ist, ich muss und ich kann nicht jeden beschenken, denn das Geschenke suchen und das Geschenke besorgen verursacht sehr viel Stress, sondern besser ist es, man sucht sich einige wenige aus, denen man was schenkt und das nächste Jahr vielleicht anderen oder man teilt sich die Geschenke auf zwischen Familienmitgliedern, Wichteln ist so ein Thema. Dann mal wirklich abschalten, in dem Fall nicht nur selbst eine Pause machen, sondern Fernseher, Internet, Handy, Spielkonsole für eine Zeit ausschalten und diese Zeit bewusst genießen, die Entspannung daraus für sich nutzen. Die Erwartungen runterschrauben, in Ruhe genießen, regionale und saisonale Produkte verwenden und auch bei Deko und Verpackungen an Alternativen denken. So lässt sich ein umweltschonendes und entspanntes Weihnachtsfest genießen.